Hi, ich bin Chair Walker von Malt & Metal und heute gibt es den perfekten Einsteiger-Whisky, nämlich den Glendronach 12 Jahre. Hier ist das Ding und jetzt launche ich und hoch die Hanna. Der perfekte Whisky für Einsteiger. Ich weiß schon, den perfekten Whisky für Einsteiger gibt es eigentlich gar nicht. Da hat jeder irgendwie seine eigene Story. Zum Beispiel meine Frau. Die habe ich irgendwie die ersten Jahre mit allen legal zur Verfügung stehenden Mitteln oder sagen wir mit moralisch gerade noch vertretbaren Mitteln wirklich da genötigt, alle Einsteiger-Whiskys dadurch zu probieren. Und die Reaktion war eigentlich immer die gleiche. Es war ungefähr so. Warte mal. Und irgendwann war ich dann schon kurz davor aufzugeben. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, komm, scheiß drauf, jetzt ist eh schon egal. Habe irgendwie, ich glaube, eins von den teuersten Samples aus dem Schrank geholt, was ich da irgendwie drin habe. Ich glaube, das war irgendwie ein 25, 30-jähriger Bunner oder so. Siehe da, och, der ist eigentlich ganz lecker. Der schmeckt mir aber gut. So, damit war auch klar, wo dann sozusagen die Reise hingeht, ne? Straight away zum Bankberater, Dispo-Kredit erhöhen. Naja, Spaß. Also, aber es war tatsächlich so. Also, ist schon manchmal seltsam, dass das, sagen wir mal, dass die vermeintlichen Einsteiger-Whiskys dann eigentlich auch diejenigen sind, die halt eben meistens noch so ein bisschen sprittig sind, ein bisschen alkoholisch sind und vielleicht gar nicht so unbedingt wirklich geeignet sind für einen Einsteiger. Oder denkt man zum Beispiel auch an die Geschichten, wo von den Leuten, die sozusagen Laphroaig, Lagavulin, Octomore, was auch immer, als ersten Whisky im Glas hatten und gesagt haben, boah, geil, und drauf hängen geblieben sind. Wäre für mich völlig undenkbar gewesen, aber auch das kommt natürlich vor. Also insofern den perfekten Einsteiger-Whisky, den gibt es natürlich so in der Form nicht. Nichtsdestotrotz, der kommt schon relativ nah dran. Ich werde euch auch gleich erzählen, warum. Zu Glendronach selbst sage ich nicht mehr wahnsinnig viel. Da habe ich in einem von meinen letzten Videos schon ein bisschen was erzählt. Und auch vom Besuch und von der Philosophie jetzt unter Brown Forman und Rachel Barry. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö. Gehen wir los. Glendronach 12. Das ist so ein bisschen der Inbegriff vom Sherry Monster, glaube ich. 12 Jahre Vollreifung in Sherryfässern, das ist so eine Kombination aus PX-Fässern, Oloroso-Fässern, Vollreifung, wie gesagt, nicht gefinisht, 43%, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, so wie es sein soll. Ja, geil. Also das ist halt wirklich die absolute Mega-Sherry-Nase irgendwo ein Stück weit. Du hast die klassischen fruchtigen Sherry-Noten, die da halt zu erwarten sind, irgendwo ein Stück weit auch. Du hast die Rosinen mit dabei. So Datteln, Pflaumen, diese Thematik, die habe ich jetzt ein bisschen weniger, weil für mich ist das eher so ein bisschen noch so eine frische Fruchtigkeit. Aber vor allem, und das ist eben so ein bisschen das Entscheidende beim Glendronach 12, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch, das ist halt eben auch die Süße. Ne? Also diese Süße ist gleich von Anfang an richtig präsent und das kommt eben von diesen, ja, von diesen PX-Fässern, die dann eben doch einen Tacken süßer sind als die Oloroso-Fässer. Ja. Und diese Süße, das sind dann halt so die, ja, so wirklich so diese Honignoten, Waldhonignoten, auch schon so ein Stück weit so dieser Grafschafter Zuckerrüben, Grafschafter, das wäre Werbung, streicht es, Zuckerrübensirup, dieser dunkle Zuckerrübensirup. Ja, und du hast halt eben schon auch ein bisschen gleich mit bei diese würzigen Noten, ne? So ein bisschen Leder, so eine schöne Nussnote mit dabei, durchaus auch so eine leicht saure Ingwernote, die da so ein bisschen schon in der Nase bitzelt. Aber, und das ist eben das Entscheidende, durch diese PX-Fässer und durch diese Süße hast du immer so dieses süße, präsente Gegengewicht ein Stück weit. Das heißt, das ist auch so ein bisschen das, was dann eben den Einsteiger nicht überfordert. Gell?
wirklich. Du hast so erstmal so eine ganz ölig weiche Textur, die den Mundraum wirklich komplett belegt. Du hast so einen süßen Andritt, Honig, rotes Fruchtgelee irgendwo ein Stück weit. Dann gibt es auch schon tatsächlich ein bisschen Vanille, aber durchaus auch hinten raus eben schon so was Würziges, ne? So ein bisschen Leder, leicht schokoladige Noten. Also jetzt keine dunkle Schokolade, aber eben so eine ja schon recht kräftige Milchschokolade. Und das Entscheidende ist aber, auch hier, die Süße bleibt immer erstmal noch präsent. Und ja, das bildet halt immer so einen schönen, sozusagen, also die Süße ist einfach immer da, um irgendwie das, was vielleicht dann irgendwie anstrengend werden könnte, so das Leder, so ein bisschen den Pfeffer, die Ingwer-Schärfe, die sich zum Teil auch wirklich an den Seiten so ein bisschen ausbildet, ja, um eben das alles ein bisschen einzufangen und das ganze Ding eben richtig schön geschmeidig sein zu lassen, ohne dass er langweilig ist. Geiler Stoff. Ich glaube, jetzt ist auch so ein bisschen klar geworden, warum ich gesagt habe, ist der perfekte Einsteiger-Whisky. Ne? Also der Glendronach 12, der hat halt eben eine ordentliche Aromfülle. Der ist kein langweiliger 0815 Standard-Supermarkt-Einsteiger-Whisky. Da ist Frucht drin, da ist Würze drin. Aber da ist eben auch diese Süße drin, die das jederzeit so ein bisschen ausbalanciert und die da ständig präsent bleibt. Und was es halt eben dann für Einsteiger aus meiner Sicht eben absolut kompatibel macht. Und ehrlicherweise, ich habe tatsächlich auch noch niemanden gesehen, der gesagt hat, Glendronach 12, nee, schmeckt mir nicht. Vielleicht ist es unter euch einer. Schreibt mir mal in die Kommentare, und ansonsten, see you next time.